Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde VCB Center Actions. So, ich habe offscreen ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Erze verarbeitet, jetzt nicht allzu viel, aber so, dass wir eine Grundlage haben. Ja, ich glaube, das war sogar ganz blöd gesagt, glaube ich, war es das schon. Ich habe einfach nur so ein bisschen was verarbeitet. Ich habe drüben in der Overworld, das kann ich noch gerade zeigen. Habe ich mir erlaubt, zwei Felder zu machen? Ja, ich weiß, was erdreiste ich mir nur. Und zwar haben wir jetzt hier ein paar Schäfchen und ein paar Kühe. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, kommt der hier rüber? Ja. Ist aber zu blöd für alles. Das hatte für eine Axt. Sharpness 2. Mache ich mal das hier noch gerade kaputt. So, dann sollte es sicher sein. So, auf jeden Fall. Ich habe hier einfach noch ein paar Schafe und Kühe reingeholt, dass wir mit denen ein wenig was arbeiten können. Jetzt stellt sich nur gerade die Frage, warum sind die alle schwarz? Das ist ganz einfach, weil weiß rassistisch wäre. Nee, Spaß beiseite. Wir brauchen schwarzen Teppich. Wer sich jetzt fragt, wofür wir schwarzen Teppich brauchen? Für die ersten Kabel. Und wer jetzt gerade denkt, ob ich eine Waffel habe, das auch. Nee, aber man braucht wirklich schwarzen Teppich, um Kabel herzustellen. Ich habe keine Ahnung, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist. Es existiert Ende. So. Aber jetzt erstmal mit was anderem weiter. Ich habe hier Magic Tree, habe ich jetzt das Formonomicon, was ja in der letzten Folge super geklappt hatte, wegen meinem wundervollen DC, aber naja. Das war halt eine Runde ACTCDC. Jetzt haben wir hier oben so einen wundervollen Tab. I hate research. Das Pack hat einen Punkt, wo sie sagen, wir können verstehen, Farmcraft Research ist nervig, ist scheiße, mag nicht jeder. Deswegen haben wir die wichtigsten Sachen eingefügt. Wir kriegen dafür eine wundervolle Trophäe. Und was wir jetzt gerade machen können. Alles einmal hier aktivieren und claimen. Eldritch Tab, Infuse. So, jetzt haben wir gerade wundervolle viele Sachen gemacht. Der Chat wurde ein bisschen vollgespammt. Wo habe ich mein Formonomicon? Da. Und wir haben jetzt hier einiges schon freigeschaltet. Einiges an Research, was wir gebrauchen werden. Warum mache ich das? Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, Farmcraft Research ist scheiße. Ich habe früher Farmcraft geliebt, es war einer meiner Lieblingsmods, aber mittlerweile sage ich einfach nur, ne. Mache ich nicht mehr. Ich platziere dann auch hier wundervoll, jo. Muss mal ganz kurz. So. Diese wundervolle Trophäe hier. World's Number One Farmcrafter. Platziere ich auch hier. So. Ja, das hier oben. Das wird jetzt noch ein bisschen auftauchen. Warum habe ich das gemacht? Wie gesagt, ich hasse Farmcraft Research. Ich will Farmcraft so gut es geht durchkriegen, ohne damit großartig was machen zu müssen. Aber naja, etwas letztes Mal müssen wir machen. Deswegen machen wir jetzt den Crucible. Der Crucible ist ein ganz, ganz wundervolles Thema. Cauldron, war das mit Wrought Iron? Natürlich war das mit Wrought Iron. Das heißt, wir nehmen uns jetzt nochmal 14 Iron und 100 Rotten Flesh von dem Zombie eben mal weg. Und das hier schmeiße ich auch mal gerade weg. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gezeigt, wie man Wrought Iron herstellt. Das ist nämlich relativ lustig. Wir haben jetzt hier unsere Öfen mit dem Feuer unten drunter. Das muss einfach im Feuer liegen bleiben. Ich finde es teilweise richtig blöd gemacht. Weil man es halt nicht richtig sieht, wann es fertig ist. Ich versuche da immer so einen Winkel zu finden, wo man es etwas sehen kann. Aber das ist nicht so ganz leicht.
Jawohl. Ich glaube, anders kann man das gar nicht wirklich herstellen. Also noch nicht. Ne. Gut, wir könnten Iron Nuggets schmelzen, aber ich glaube, das wäre. Wobei, jetzt wo wir den haben. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier unseren Cauldron. Vielleicht zumindest. Ich brauche noch einen Hammer. So, unser Wrought Iron, die Platten. Meine Güte, ich bin gerade zu blöd zum Craften. So, Cauldron und zack. Dann nehmen wir jetzt nochmal Saltes Mundus, das heißt, gleich dürfte es wieder weggehen, das Internet. Ah. Wow, die zwei Leute sind da. Ne, da haben wir auf jeden Fall unseren Crucible. Und dafür kriegen wir Meaty Stew, Quartz Silver und zwei Fialen auf Mortus Essentia. Und jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Denn ich habe zwar eben gesagt, dass wir einiges freigeschaltet haben, aber nicht alles. Und so ein paar Sachen, die dann doch recht wichtig werden, wie die Everfall Urn für ganz am Anfang, müssen wir researchen. Ja. Ich mache mir auf jeden Fall nochmal eine Low-Grade Charcoal. Denn wir brauchen jetzt irgendwie eine Möglichkeit, da Feuer drunter zu machen. Da platziere ich mir, glaube ich, dann noch einfach mal. Mach ich das hier vor? Weil die werden wir eh nicht mehr wirklich brauchen, glaube ich. Ja, mal gucken. Komm, ich baue mir das jetzt einfach mal hier hin. Dann brauche ich aber die Logge Charcoal. Einen kleinen Moment warten. Habe ich noch. Ich brauche da mal gerade irgendwie einen Support-Block. Brauche ich mehr als einen Support-Block? Ich brauche auf jeden Fall gerade was, um was irgendwie runterzukommen. So. EMC dürfte bald der der Vergangenheit angehören, hoffe ich zumindest. Dann machen wir einmal so. Ja, was? Ich hoffe einfach nur, dass wir mit EMC nicht mehr so extrem viel machen müssen. So, den kann ich dann einmal wegmachen. Dann nehmen wir hier die Logo Charcoal. Weil, wie wir jetzt mittlerweile wissen, Logo Charcoal ist einfach nichts anderes als Netherrack gefühlt. So, dann das hier und das hier. Tun einmal Wasser rein. Und jetzt wird uns gesagt, wir haben das schon herausgefunden. Wir müssen als nächstes Alchemical Breath herstellen, wenn wir im Steam Age welche anfangen wollen. Weil Brass kriegen wir, zumindest das Brass von Gregtech, nur mit Zink das sehr und Zink kriegen wir erst im Nether. So, wenn wir uns jetzt einmal Alchemical Brass anschauen, das ist hier, wird uns gesagt, wir brauchen 5 Instrumentum und ein Kupfer. Woher kriegen wir jetzt Instrumentum? Instrumentum dürfte irgendwie Werkzeug sein und da habe ich was Schönes rausgesucht. Wir nehmen Holzschaufeln, die haben 4 Instrumentum. Das heißt, ich tue erstmal den Kobbel hier zurück. Wenn wir jetzt 5 Schaufeln machen. So und so. Und dann 4 Kupfer nehmen. Fängt die Party schon langsam an. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben Brass. Und jetzt lese ich einmal den Text unten vor. Now things are getting spicy. All but the worst monsters known to this world will now be unleashed on you. Hope you're prepared because the rest of us probably aren't. Thanks for that. Heiß und klar, Text. Der Schwierigkeitsgrad wurde jetzt einmal ordentlich angehoben. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, was.
gerade jetzt genau passiert. Ich versuche das gerade mal rauszufinden. Alchemical Brass. Finde ich da irgendwie was? Mob Difficulty. Wenn nicht, ist jetzt auch gerade egal. Ne, finde ich jetzt gerade nichts. Ich versuche das gleich mal herauszufinden, aber das interessiert mich jetzt eh nicht, weil ich eh gerade nicht vorhabe, in die Overworld zu gehen. Und doch dürfte ich eigentlich geschützt sein. So, dafür, dass wir Breasts hergestellt haben, kriegen wir noch mehr Breasts. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt haben wir schon mal 12 Breasts. Und mit dem Breast, wenn ich nochmal Breast sage, dann habe ich Breast gesagt und deswegen sage ich nochmal Breast. Mit den 12 Breast mache ich schon mal ein Double Breast Ingot und mit dem Double Breast Ingot mache ich ein Breast Plate. Breast. Und damit sollten wir jetzt Zugang haben. Aber wir bekommen jetzt ein Sink. Aber wir sollten Zugang kriegen zu den ersten Steam-Maschinen. Denn wenn wir mal den Messwerter anschauen. Die Bronzehülle braucht diese zwei Brassplatten. Dafür haben wir das gemacht. So, da tue ich jetzt aber erstmal noch hier hin. Denn wir müssen Bronze herstellen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie das hier in diesem Modpack gerade geht. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Aber ich fürchte, dass wir das mit dem Mortar genau machen müssen. Habe ich noch einen... Zwei sogar, wie soll ich hier zwei? Dann mache ich einfach mal so. Und so. Und wir haben 16 Bronze das. Jetzt kann ich mal zeigen, was ich hier meinte. Wir können einfach das so reinwerfen. Oder wir machen das so, um es schnell zu schmelzen. Deswegen wollte ich diesen Seared Furnace haben. Lava können wir relativ schnell herstellen. So, Bronze haben wir. Hier haben wir noch Meaty Stew. Könnte ich jetzt schnell herstellen. Ja, das geht. Dann würde ich mir jetzt sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem... Small Steam Coal Boiler. Da brauchen wir Bricks. Ach, das war die Geschichte. Bricks werden hier ein bisschen anders hergestellt. Wer hätte es erwartet beim Great Tech Modpack? Wir brauchen einen Brick Wooden Frame. Dafür braucht man eine Empty Wooden Frame. Die wir mit einer Säge an einem... Boy. Das haben wir. Das heißt, wir brauchen eine Saw. Dann machen wir gerade eine Emerald Saw. Da haben wir ja noch ein paar von. So viel zum Thema. Ich muss gerade nicht in die Overworld. Ich dachte eigentlich, dass ich ein paar Emeralds mitgenommen habe, aber anscheinend nicht. Da kann ich auch gleich hier nochmal ein bisschen Walle mitnehmen. Ne? Noch ein bisschen Walle Petri. Das scheint ja gut gegangen zu sein. Wie ist denn jetzt da hochgekommen? Hat sich ausgeleuchtet. Muss gleich mal schauen. Ich finde das super, wie es in der Overworld Tag ist und hier Nacht. So, jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal die nächste Quest noch abschließen. Hallo, ich hab... Okay. Ah, hat ein bisschen gedauert. Und wir gehen nochmal zurück, weil ich ein Idiot bin und vergessen habe, warum ich eigentlich runtergegangen bin. Meine Güte. Ich bin momentan aber auch ein bisschen neben der Spur. Machen wir mal so, das sollte erstmal reichen. Muss ich später nochmal ein paar... Dingens machen.
Ne? Okay, zweiter Versuch. Eine Feile haben wir ja noch. Haben wir noch mehr als genug? Hab ich jetzt ja. Das heißt, ich mache einfach mal so vier Stück parat. Tun wir dahin. Euch tun wir dahin. So. Emerald Saw. Brauchen wir aber nur gerade eine. Denn wir nehmen jetzt einen Holzblock. So. Dann nehmen wir ein Flintknife. So. Tun das mal gerade weg, weil wir es nicht brauchen. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal so ein Stack Clay. Da muss ich auf jeden Fall auch mal neu farmen gehen. Und ich könnte auch so machen, oder? Und wir haben 64 Unfired Clay Bricks, die ich jetzt auch einmal schnell schmelzen werde. In der Zwischenzeit, wir haben noch eine Quest, also das war das hier. Da bekommen wir 4 nochmal 4 Mobs, Sheep und 4 Inksäcke. 4 Tintensäcke. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die gebrauchen kann. Ich glaube nicht. Ich tue es einfach mal hierbei. Die Breastplate kann ich mal gerade wegtun. Das kann ich wegtun. Das tue ich dann. Ne, das tue ich dann nicht da rein. Lasse ich mal gerade im Inventar. So, das dürfte jetzt eigentlich schon durch sein. Okay, Moment. Machen wir das so. Dann geht das eindeutig schneller. Wie ist jetzt der nächste Plan? Auf jeden Fall die Steam-Maschinen aufbauen. Wir wollen schon mal eine gute erste Energieversorgung haben. Halt, die ist momentan Steam, da kannst du nichts machen. Und dann geht es weiter in Richtung Coke Ofen und Steel. Stahl müssen wir auf jeden Fall herstellen. Denn ich möchte einen Hammer machen. Nein, kein Emerald, nicht so ein Hammer wie der Emerald Hammer, sondern hier diesen Steel Hammer. Damit hätten wir schon mal das erste 3x3 Mining, was auch angenehm ist. Mit einem Mining Speed von 6,5. Ein Dia-Hammer hätte ich zwar auch gerne, aber naja, wir haben doch keinen Zugang zu Dia-Platten. So, sehr schön. Dann nehme ich dann mal den Hammer. Und dann brauchen wir 5 von diese. 5 von diese. Halt. Der braucht noch eine Wrench, ne? Ne, den Hammer. 3 von diese. Und eine von diese. Quest complete. Small Steam Coal Boiler. Bronze Age is the third best stage. Was heißt das? Wir bekommen nochmal als Dankeschön ein paar Bronzeplatten. Darüber bin ich mal froh. Und wir haben den nächsten Meilenstein erreicht. Hier oben. Wir haben das Small Steam Coal Boiler. Das Small Steam Coal Boiler, Junge. Ne, den Small Steam Coal Boiler haben wir bekommen. Kriegen hier auch nochmal Bronzeplatten. Ja, hier, da sind wir schon mit 6% relativ weit. Als nächstes wollte ich dann hier den Creative Storage Key. Ne, den hatten wir schon mal genommen. Als nächstes wollte ich den Flux Sponge einmal nehmen. Mit dem Flux Sponge können wir dann die ganzen Flux hier entfernen und wirst. Okay, lass es direkt sein. Ich habe keinen Bock zu erklären. So. Was ich jetzt nur machen möchte, das Problem ist jetzt, wie wir schon mal gehört haben. Never let your boilers run dry. Putting water in a dry hot boiler will cause an explosion. Das möchte ich umgehen. Ich habe keinen Bock, dass ich hier demnächst dann drauf gehe und ich habe hier ein riesengroßes Loch. Deswegen möchte ich das mit Wasser gerne füllen. Da wir kein unendlich Wasser haben, müssen wir das irgendwie an. Was denn das? Oh, egal. Müssen wir dann irgendwie was anders machen? Meine Idee war, dass wir einen Zink machen. Wäre nicht das Thema. Problem ist einfach nur, das ist kein unendliches Wasser hier. Das wurde ausgeschaltet.
Was haben wir noch für Wassermöglichkeiten? Wir könnten Enderwar machen. Brauchen wir Fuse Quartz, dafür brauchen wir schon Blast Furnace. Kann man vergessen. Ein Aquarius könnten wir machen. Ah, da müssen wir schon ein LV rein. Oder wir machen es über dieses Rezept mit der Everfull Urn. Warte mal. Jetzt bin ich gerade. Jetzt bin ich gerade sichtlich verwirrt. Weil beim letzten Mal, als ich bei diesem Standpunkt war, wo ich es machen wollte, da ging es nicht. Da wurde gesagt, dass du es noch nicht gelernt hast. So, was ist das jetzt hier? Das will ich jetzt da gerade einmal testen. Weil wenn das jetzt doch geht, dann bin ich schon mal wesentlich beruhigt. Dann könnten wir heute noch was hinkriegen. Also was haben wir hinkriegen? Wir haben schon was hingekriegt. Aqua hatte ich immer das, wo ist es? Das hier genommen. Das Wasser von Little Tiles. Das hat einen schönen 15. Terra war einfach nur Dirt, meine ich. Jawohl. Nehmen wir das doch schon mal. Eins und zwei. Ich packe das jetzt einfach mal gerade hier hin. Ich brauche nochmal was Platz. Ja, wir brauchen aber auf jeden Fall dann mal zwei Eimer. Ich glaube, das wäre dann doch jetzt langsam mal Zeit. Habe ich den Hammer noch? Jawohl. So und so. Wieso nimmt er das jetzt nicht? Ah, Bug. Achso, der will das da drin haben. Ja gut, dann machen wir das da drin. Habe ich auch kein Thema mit. So, dann brauchen wir aber nochmal zwei Eis. Eis, Baby. So, einmal Wasser. Zweimal Wasser. Wir haben jetzt irgendwie noch eine Quest abgeschlossen. Ja, okay, Wasser ist abgeschlossen. So, das haben wir, das haben wir. Und er will noch Fabrico. Das war, glaube ich, ein Crafting Table. Das heißt, wir müssten das ganze Rezept zweimal machen. Wenn wir ein Crafting Table nehmen. Das ist aber nicht das Thema. Das soll ja jetzt überhaupt nicht das Thema sein. Ich glaube, eine zweite Everfull Urn können wir schon gebrauchen. Einmal. Zweimal. So, den Flower Pot brauchen wir. Der wird mit Bricks gemacht, oder? Genau. Da haben wir ja jetzt ein paar. Keine Ahnung, warum der die dann dahin tut. So, jetzt bin ich mal gespannt. 1, 1, 1, 1, 1. Ach, das war jetzt die Geschichte. Ja, okay, lass mal das schon sein. Wie stellt er jetzt den Clay her? Was? Okay. Also, machen wir das Ganze noch einmal. Jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr. Oh Mann, oh. Zuerst Holz rein. Nee, zuerst Erde rein, dann Wasser und dann den Crafting Table. Merke ich mir. Jetzt habe ich aber wesentlich schön ordentlich viel Flux reingeschmissen hier. Gefällt mir natürlich schon mal so super gar nicht. So. 1, 2, 3, 4. Eis.
einmal zweimal. Zack und zack. Einmal zweimal. So, zack und zack. Ach, ihr braucht das. Komm. Muss ich ja gleich mal wieder von wegnehmen. Na, fangen an zu blubbern? Jawohl. Also, einmal. Okay, er nimmt es nicht. Das wollte ich jetzt halt wirklich wissen, weil normalerweise, wenn ich jetzt einfach mal sage, keine Ahnung, gehen wir einfach mal hier auf den Flux Sponge. Oder wo haben wir hier was? Wie heißt der Teil nochmal called? Ne, Crucible. Hier, normalerweise kommt ja dann dieses Missing Research. Das hat er jetzt halt nicht angezeigt, das hat mich so verwirrt. Ja, muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht noch weiter rumrumantiere. Das heißt, wir machen jetzt einmal den weg. Wir müssen den Research Table aufbauen. Ah ne, das war ja... war schon richtig, wir müssen den Wood Table einmal aufbauen. Mit dem Wood Table... Dann mit den Scribing Tools. Mit dem Scribing Tool, genau. Drauf rechts klicken und dann können wir mit der Research richtig anfangen. Meine Fresse, ich habe schon keinen Bock mehr auf Homecraft. Machen wir das schon mal schnell fertig. Tinte müsste ich noch haben. Feder habe ich. Flasche. Nehmen wir die hier. Eins, zwei. 3 Scribing Tool haben wir. Ach, das war jetzt die Geschichte. Jetzt braucht man Greatwood. Okay. Greatwood Saplings konnten wir auch irgendwie herstellen. Genau, mit Oak Saplings drumherum. Ich bin froh, wenn die ganze Geschichte hier rum ist. Nein, nicht wachsen. Dann müssen wir noch für den Table Liquid Starlight kriegen. Liquid Starlight kriegen wir aus dem Lightwell. So, für den Lightwell brauchen wir den Luminous Crafting Table. Und für den Luminous Crafting Table haben wir alles. Okay. Sooty Marble können wir herstellen. Das ist einfach nochmal Logo Charcoal. Ich würde sagen, den machen wir noch gerade fertig, damit ich übrigens noch etwas geschissen kriege hier. So. Moment, ich brauche ja noch einen Crafting Table. Da mache ich mir jetzt einfach mal den hier. Der wird hier eh nicht mehr gebraucht. So. Keine Ahnung, warum der jetzt nichts gemacht hat. Sehr schön. So. Logo Charcoal. Wir brauchen einmal wieder unsere Arcane Ashes. Und wir brauchen Marmor. Machen wir einmal so und so. Platzieren das hier schon mal. Und unser Sooty Marble oben drauf. Der wird 2000 Mana. Ach du Scheiße. Wir senden mal hier die Eimer leer. Was hat er jetzt? Luminous Crafting Table. Den platziere ich da einfach mal hier drüben hin. So, den Lightwell. Kriegen wir den auch noch hin.
Zwei Iron Plates, Rock Crystals, Rune Marble und Chiseled Marble. Rock Crystal, zwei Iron Plates. Eins, 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 eins. Dann nehmen wir mal ein Chisel, weil wer noch nicht, wer es noch nicht wusste. Den Marble von Astral kann man chiseln, um die anderen Formate zu kriegen. Wir brauchen Ruined und zwei Chiseled. Chiseled habe ich hier nicht drin, nee. Deswegen sage ich jetzt einmal hier. Wo ist er? Chiseled. Nee. Bin ich jetzt gerade blind? Wann haben die Arschlöcher das denn eingefügt? Oh, nee, ne? Ja, das Rezept ist neu. Scheiße. Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Moment mal. Jetzt bin ich mal gerade offiziell verwirrt. Aber auch so hochoffiziell, ne? Mache ich das mal zum normalen Marble. So, packen wir das einfach nochmal gerade weg. So. Jetzt geht es um den Wound Marble. Den wollen wir. Drei Stück. Dafür brauchen wir Feinstil-Wire. Feines Steel-Wire? Das ist egal. Das ist total egal hier. Dieser Schritt. Dafür brauchen wir eine Wire-Mill. Oder bin ich jetzt gerade so... Ich glaube, ich bin gerade so blöd, oder? Irgendwo habe ich gerade einen Gedankenfehler. Darum geht es. Dafür braucht man so oder so Steel, weil diese Steelfolie können wir auf jeden Fall noch nicht machen. Da braucht man einen Metalbender. Das heißt, wir müssen bis zur LV rein. Das heißt, ich muss das alles per Hand. Was war das andere Rezept von Macreos? Können wir dich doch irgendwie in Ender rein? Ey, Mann. Scheiße. Die Arschlöcher haben mich ausgetrickst. Also, wie gesagt, also, um es kurz zu erklären. Ich habe das ganze Pack ja schon mal gestreamt gehabt, bis zum HV-Zeitalter. Und da konntest du den Wound Marble auch noch einfach chiseln. Aber naja, das geht jetzt nicht mehr, merke ich mir. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das erstmal alles per Hand zu befüllen. Ach, das ist doch jetzt nervig. Jetzt haben wir wenigstens so vier Greatwood-Zepplinge. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ja. Also ich weiß, ich wollte das hier irgendwie mal abarbeiten und nicht immer weiter dazu kriegen. Naja, dann mache ich jetzt glaube ich noch eine Folge, dann fange ich einfach schon mal mit dem Steam-Zeitalter an. Wenn ich das wüsste, wo ich es hingepackt habe. Da. Ne, wir machen in der nächsten Folge erstmal. Ich weiß, was wir machen. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall trotzdem schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.